Hallo, ich bin Swim. Ich wollte euch nur sagen, warum ich nicht mehr auf Twitch streame. Ich sag nur, es ist nicht böse gemeint, ich habe einfach keine Lust mehr. Irgendwann mal hatte ich einfach keine Lust mehr, bin einfach zu YouTube rüber gewechselt. Ich habe noch versucht, wieder neu zu starten auf Twitch, aber das hat bei mir nicht geklappt, weil mir hat Twitch einfach nicht mehr gefallen. Manche Regeln und Richtlinien, da ist immer so viel zugekommen, was ich nicht verstehe. Zum Beispiel Simulcasting, Doppelstreaming, das will Twitch nicht mehr. Auch wenn man nicht Affiliate und nicht Partner ist, die wollen das nicht mehr. Und das ist für mich einfach irgendwie ein bisschen blöd. Weil ich auch Leute auf YouTube unterhalten will, weil YouTube ist mein Hauptportal. Und ich sag nur, das mit den ganzen Regeln, was ich gehört habe, mit den dies und das und jenes und mit dem Geld und alles Mögliche, was Twitch gemacht hat und was die zurückgerudert sind. Ich möchte nicht in Detail gehen, weil das dauert dann zu lange. Ich hatte so viele Leute, die mich genervt haben von anderen Streamern. Ja, das ging mir auch schon auf die Nerven. Ich habe nicht die Flinte ins Korn geworfen. Ich wollte einfach mal was verändern. Ich wollte nämlich einfach nur zu der Zeit, wo ich keine Lust mehr auf Twitch hatte, bin ich einfach zu YouTube gewechselt, weil ich nämlich einfach nur keine Lust mehr hatte auf Twitch. Ja, weil das hat sich bei mir so entwickelt, weil ich habe auch meine ganzen Twitch-Streams ja immer auf YouTube hochgeladen und die als Premiere gemacht und hinterher habe ich mir dann gesagt, wenn du es immer nur als Premiere machst und da reinschreibst, ist doch langweilig, dann mach es komplett auf YouTube. Und das habe ich auch durchgezogen und habe ich noch einen Trovo-Kanal gemacht, auch mal Trovo-Streams geguckt und habe ich gleichzeitig auch noch einen Trovo-Kanal und stream da auch, wenn ich auf YouTube streame. Ich mache einen Doppelstream auf YouTube und auf Trovo. Zwei Streams praktisch, weil ich auf beiden Plattformen praktisch aus Spaß streame, aus Spaß einfach so. Nicht beruflich, das möchte ich nie machen, weil ich habe keinen Bock mit diesen ganzen Finanzkram und so, da habe ich keine Lust zu. Tut mir leid, wenn einer mal donaten möchte und das nicht funktioniert. Ich habe keinen Tippi-Link, das wird es auch nie geben. Außer, wenn ich irgendwann mal Bock dazu habe. Ich habe auch einen Patreon-Account, aber der ist deaktiv. Der ist nicht aktiv. Irgendwann mal aktiviere ich den vielleicht mal, aber ich weiß noch nicht wann. Im Moment noch nicht. Aber ich bin einfach nicht geldgeil. Ich lebe mit sehr wenig Geld im Monat und damit bin ich sehr zufrieden. Und ich habe nicht mehr vor, einen Stream zu machen auf Twitch, weil das hat mich alles abgeschreckt, die neuen Richtlinien und alle Regeln und dies und das und das. Es war für mich viel zu wissen, alles Mögliche. Dann in die Regeln, hab alles reingeguckt und dann pfui. Nee. Und Leute erwähnen, wofür man gebannt werden kann, wenn man zum Beispiel den gewissen Dr. D erwähnt, was ich nicht machen jetzt, weil ich kann das auf YouTube ja sagen. Wenn man Dr. Disrespect auf Twitch erwähnt, dann wird man dafür ja gebannt. Und das ist auch nicht schön, weil das einfach nervig dann ist. Und auf YouTube kann ich das ja sagen, wie ich will. Dafür kriege ich ja keinen Bann. Gott sei Dank gehört YouTube zu Google und nicht zu Amazon. Das wäre dann sonst auch noch eine andere Geschichte. Ja. Wollte ich nur gesagt haben. Weil ich hab's lange nicht gemacht, ein Statement. Ja. Und außerdem ist es so, dass ich praktisch dann, sage ich nur, auf YouTube es permanent VR-Chat-Stream mache. Und wenn ich dann irgendwann mal in Urlaub bin und mal nichts kommt, dann mache ich Vorproduktion. Bei mir ist das so. Je nachdem, was gerade bei mir ist, so mache ich das. Wollte ich nur mal gesagt haben.
Ja, bei YouTube gibt es Sachen, Copyright und so, dass manchmal Videos gesperrt werden oder man Probleme mit dies und das kriegt. Und wenn Leute monetarisieren wollen und das nicht hinkriegen wegen Copyright, das ist mir egal, weil ich möchte niemals monetarisieren und auch niemals das machen, aber ich habe es mal vorgehabt, aber ich habe es wieder verworfen. Weil ich habe da keinen Bock drauf. Tut mir leid, wenn ich hier gucke. Ich gucke auf die Uhr. Ihr könnt auch hier gucken. Aber ich sag nur, YouTube ist mein Hauptportal. Wenn ich Leute sauer gemacht habe oder enttäuscht habe oder dann tut es mir leid, wenn ich Leute angegriffen habe oder so ähnlich. Tut mir leid, ich kann da auch nichts für. Manchmal ist das halt bei mir so. Ich sag meine Wahrheit so, wie ich's direkt sage. Bitte macht mich jetzt nicht nieder dafür. Das wäre nicht nett. Ich meine das nicht böse. Ich wollte euch nur sagen, ich wünsche euch allgemein noch einen schönen, angenehmen Tag, schönen Abend oder egal in welcher Region der Welt ihr seid, Hauptsache ihr habt das Video mal geschaut. Danke fürs Zuschauen, meine Süßen. Wir sehen uns demnächst in meinem Livestream. Immer auf YouTube und auf Trovo. Bye bye. Euer Wim, euer süßes Wickerbeast, sagt Tschüss. Und jetzt muss ich das Video erstmal auf OBS stoppen und meine Pico gleich erstmal nochmal aufladen. Warum habe ich vergessen, die an Strom zu hängen?